So, sofort weiter mit Let's Play Legend of Zelda Link to the Past und wir gehen durch die Boss-Tür und hau ihm mal so aufs Maul! Du bist? Ja. Komisch, Menschi. Ich hau jetzt mal einfach drauf. Also die Augen scheinen mich ja lieb zu haben. Aua, tat weh. Nein, nicht mega blitzy. Nicht mega blitzy. Mega blitzy macht er immer, wenn das große Auge rauskommt. Da macht er mal mega blitzy. So. Na komm doch. Ich dachte, du hast mehr drauf. Yeah! 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 Er hopst einfach nur durch die Gegend. Mein Freund. Du willst ein sechster Dungeon-Boss sein? Da musst du aber noch üben. Und dir vielleicht ein paar Arme und so oder sowas zulegen. Und schwank! Mabidi, mabidi, da. Mabidi, 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 batmo. Ja. Plim, 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 plim. Hallo, ich danke dir, Lass uns mal alle mal rennen. Oh, die Uhr so brechen. Mit Hilfe des Zaubers Agrim, wo er sich mal einführt. Erst durch eine eigene Kraft können wir gönnen. Das Siegen aus einem Kristalle ein- und versiegelt unser Schottenbild. Er wollte nicht, dass du der Held der Welt bist. Nun wartet Zelda auf dich im Schildkrötenfelsen. Du musst ihn beeilen. Hast du alles verstanden? Was war das nochmal? Möge der Weg des Himmels auf dich klappen. Tschüssi. Was, mir fällt mal gerade so auf. Link rettet Leben am laufenden Band. Aber, was mir mal auffällt, hat er schon mal von einem der Mädels da die Telefonnummer bekommen? E-Mail-Adresse, Skype, whatever. Link, du musst echt mal nachdenken, wie du mit Frauen lebst. Ist da oben was? Das sieht mir nämlich ganz so aus. Obwohl, na, täusche ich mich. Gut, benutzen wir den Atombombenspiegel und verkrümeln uns von hier. Oh, ich bin hier oben. Okay, macht nix. Ja! Gut, da müssen wir hin, zur 1. Gut. Ich bin gerade am überlegen. Wo muss ich lang? Erstmal muss ich wieder an den Kartoffeln vorbei. Ohne Scheiße, als Kind habe ich echt immer gedacht, das wären Kartoffeln. Die sahen für mich aus wie Kartoffeln. Ich habe sie als Kind nicht mehr alle gehabt, ich weiß. Das ist... Das müsst ihr mir nicht sagen, ich weiß, dass ich als Kind komisch war. Ja. So. Gut, ich glaube, ich weiß noch, wo es ungefähr lang ging. Ja! Plattgewalzt. Aber hier auf dem Canyon finden wir auch unsere letzte Waffe, die in unserem Inventar vorhanden sein wird. Muss ich auch noch holen. Ich muss mich nur daran erinnern, wo das war. Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. So, magischer Spiegel des Todes. Du lässt dich wieder durch die Gegend flummern. Du tust mir leid, mein Freund. Du tust mir echt leid. So, jetzt mussten wir hier dran vorbei. Hier lang. Ach, mein altes Gedächtnis. Ich werde alt. So, über die Brücke. Da haben wir jetzt ja den Hammer. Also Hammer. 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 Aua. Nerv mich. Aua. Komm mal her. Warte mal. Komm ich da hin irgendwie? Nein, nicht runter, du! Och, Link. Du sollst doch nicht runterfallen. Ah, okay. Können wir noch ein bisschen den Canyon erkunden. Entschuldigung, Leute. Das war pure Dummheit. Oh, toll. Hier sind Feen.
Das war's. Mehr ist hier nicht. Es ist ja mal oberlame. Au. Ah, scheiße. Scheiß Blase am Fuß. Ja. Noch mehr Fail. Wenn ich schon unten bin, dann kann ich auch ganz unten sein. Ach nee, Quatsch. Ich wollte ja noch mal was anderes vorher erledigen. Genau. Aber ich weiß noch nicht, ob ich genug Geld dafür habe. Ich mache mir das jetzt ein bisschen einfacher. Ich lasse mich damit von meinem Hühnchen noch mal hinbringen. Los, Hühnchen! Das letzte Schwert, das Level 4 Schwert, hole ich mir nach dem Tempel hier. Also nach dem nächsten Tempel hole ich mir das. Wenn ich nicht von Kartoffeln erschlagen werde. Sieht auch ein bisschen aus wie Kartoffeln. Und grüne Felsen. Na, was soll's. Ich beschwere mich nicht mehr über Steine, steinige Kartoffeln und sowas. Steinige Kartoffeln, was? Ich red schon wieder Zeug. Ne, ich glaube, dass die letzte Waffe war in der Schattenwelt. Da, das müsste eigentlich da gewesen sein. Hoffe ich. Ich habe jetzt gerade keinen Plan. So, tschüss. Tschüss. Hey, tschüss. Ach, tut mir leid, dass ich jetzt hier so viel Rückweg machen muss. Ich selber auch wenig Bock drauf. So. Also, wir sind schon wieder da. Also. Ja, ich glaube, die letzte Waffe, die wir bekommen können, die ist in der also von der Schattenwelt aus. Müssen wir das erledigen. Au. So. Ich habe jetzt auch gerade keine Lust, weil ich überlege gerade mal. Ich will gerade mal überlegen. Au. Hallo, weg. Ihr dummen Knödel. Ah, okay, hier ist der Eingang zum Tempel. Hey! Hey! Die sind so nervig, die Viecher. So. Was wir jetzt machen müssen... dafür müsste ich jetzt eigentlich diesen Code kennen, aber ich kenne ihn leider nicht. Du bleibst schön am Schlafen, mein Freund. Wir müssen mit dem Hammer die richtige Kombination eingeben. Ja, richtig? Falsch. Okay, aber schon mal falsch. Einmal den Raum, also einmal das Gebiet hier verlassen und nochmal rein. Gut, aber den Code wissen wir jetzt, also können wir das Ganze jetzt auch durchziehen und zum Tempel marschieren. Au. Ey, oh, ihr geht mir auf den Keks, Mensch. Ihr geht mir auf den Keks. Doing. Na, Einspruch. Hammer. So. Damit haben wir das doch. Haben wir doch das, was wir brauchen. Und jetzt folgt eine recht coole Aktion. Wir benutzen... Nein, nicht das Feuermedaillon. Das Erdmedaillon! Atombomben-Schildkröte! So, Tempel ist auf. Okay. Jetzt gucke ich gerade mal... Ob wir vielleicht noch was erledigen können. Ob wir vielleicht an das Herzteil kommen. Natürlich nicht. Jedenfalls nicht gerade. Ahaha, was haben wir denn hier? Na. Ups, das war vielleicht ein Fail. Wir gucken uns einfach nochmal ein bisschen um. Schaden kann es ja nicht. Okay, hier lang. Hier haben wir noch. Noch viel mehr Geld! Hier ist was? Nein, hier ist nichts. Wow, haha. Noch viel mehr Geld! So, und hier ist auch nochmal. Noch viel mehr Geld! Ich sage das mal wieder gern. Noch viel mehr Geld! Okay. Ich habe versagt. So. Das ist ja einfach. Ja. Und jetzt. Komm, geh mal weg. Bist mir im Weg. Noch viel mehr Geld. So. So. Okay, da komme ich noch nicht rüber. Nun gut. Okay, Leute. Ich muss jetzt einmal... Ich muss auf Klo. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Genau.
Ich hab jetzt auch wieder im Kopf. Wow. Wo unsere letzte Waffe war, die wir wollen. Die kann ich ja jetzt nochmal schnell nebenbei holen. Das dauert nämlich nicht lange. Jedenfalls, ja, dauert echt nicht lange. Geht eigentlich. Oh, ja, sei so empfindlich, Link. Komm. Wehe. So. So. So, jetzt weg da. Hammer-Time. Nämlich, da sind wir eigentlich schon dran vorbeigerannt, dass ich das nicht gesehen habe. Ich verstehe es nicht. So. Mein Freund, du bist mir derbe im Weg. Kommst du? Kommst du mal da weg? Ich muss da durch, danke. Da war gerade ein bisschen geglitscht. So. Naja. Jetzt müssen wir nämlich hier rein. Hier rein? Hätte man nicht erwartet. Und jetzt, wo man nicht hinguckt, hier unten. Ja! Hier rein, in die Höhle. So. Gut, dass wir volle MP haben. Das werden wir jetzt nämlich auch brauchen. Mit der magische Umhang. Sorgt dafür, dass wir hier keinen Schaden nehmen. Weil wir müssen hier durch. Und ja, wir würden hier dauerhaft Schaden nehmen und irgendwann einen grauenvollen Tod sterben. Und hier sogar... So, puff. Werden hier Herzen aufgefüllt. Man soll anscheinend ja radikal sein. Ah. Und hier. Banana, blauer Dildo. Fantastisch, der Bürnerstab. Schwinge ihn und ein Ringlicht wird dich schützen. Gucken wir uns das an. Unser Inventar ist voll. Wir haben alle Flaschen, wir haben alles. Yeah. Komm, seien wir radikal. Seien wir ein Mann. Aua. 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 So. Gut. Wir haben alle Waffen. Jetzt können wir uns getrost uns den Boss vorknöpfen. So. Aber alle Waffen zu haben ist auch was Tolles, wie ich finde. Okay. Und jetzt hier wieder wissen wir ja. Ach ja, ich habe volles Geld, stimmt.